Ich vermisse die Zeit, in der ich einfach mal durchschlafen konnte. Selbst die vertrauten Stadtteile werden langsam gefährlich. Das ist doch kein Leben. Kaiserin Delilah Caldwin, rechtmäßige Thronerbin, herrscht nun über Dunwall. Die Thronräuberin Emily Atano und ihr mörderischer Schutzherr wurden verhaftet. Verschwinden Sie! Bis morgen sollten Sie das hier drucken. Ich hätte diesem Quatsch nie zuhören sollen. Bauen Sie jetzt keinen Mistdrucker. Das mit dem Kronenmeuchler verdanken Sie nur mir. Die Hälfte davon war fragwürdig. Was hat mich nur geritten, diesen Namen zu drucken? Nicht ein Beweis deutet auf eine Verbindung zur Krone hin. Na, die Geschichte war gut. Und zweckdienlich. Was hier abläuft, dieser Staatsstreich, der hält nicht ewig. Die Leute von Gristle sind der Kaiserin treu. Und ich drucke einen Monat lang täglich einen Artikel, um sie daran zu erinnern. Gristle hat jetzt eine neue Kaiserin. Und am Morgen brauchen sie auch einen neuen Drucker. Nur ein Trottel droht einem Mann, dem eine Zeitung gehört. Sie sind raus aus dem Nein! Was? Ich will nicht! Dieser Kerl, Teil des Staatsstreichs, da bin ich sicher. Ich habe ihn mit Ramsay von der Stadtwache reden sehen. Nicht nur Sie wurden getäuscht, aber die Morde gingen nicht auf mich. Das weiß ich. Ich hätte nie den Namen Kronenmeuchler drucken dürfen. Man hat mich dazu gezwungen. Tut mir leid. Ist vergeben. Was auch immer geschieht, seien Sie vorsichtig. Wenn die Zeit reif ist, drucken Sie die Wahrheit. Das werde ich tun. Ich frage nicht nach Ihren Plänen, aber zum Wohle Dunwalls und des Reichs hoffe ich, dass Sie Erfolg haben.
kriege ich? Eine Socke. Eine sinnlose Socke. Ja, Fischfrikadellen. Gesehen. Das ist Emily Caldwell. Glaubst du, ich habe Angst? Was? Oh! Nein, verdammt! Du bist so tot!
noch ein Opfer. Blutrünstige Bestien. Nein, der Mörder war wieder hier. Walölknappheit, dann die Morde. Was kommt heute Nacht wohl auf uns zu? Es gibt Ärger in diesem Teil der Stadt, also bitte. Wieso sperren Sie das ganze Gesindel nicht einfach aus? Elaine hat vorhin irgendwelche... Irgendwer hat was gesehen. Und jetzt sind alle nervös. Mein Herz macht das nicht mit. Alle Steuern und Gebühren. Gerne auch Schmiergelder, wenn das die Straßen frei macht. Achtung! Ich kann rein gar nichts für Sie tun. Gehen Sie weg! Sicher! Ich hole morgen Zigarren. Willst du eine kaufen? Vielleicht weiß sie Rat. Nee, diesmal nicht. Das ist aber nicht unverwirrt. Ich fand's das auch nicht. Na gut, dann. Sollen wir ihren Neffen... Oh, ein prächtiger Einfall. Geschäfte zu machen. Aber das wird sich jetzt ändern. Die Stadtwache hat mit diesem irren Kronenmeuchler und so alle Hände voll zu tun. Und mit dem Streit der Kaiserlichen wird sicher nicht einfacher für sie. Das glaube ich auch. Wir brauchen ein Netz von Läden für Schmuggelware, genau wie unten in Cerconos. Die scheffeln gutes Geld in Calero und Karnaca, selbst nachdem sie die Garbe zum Wegschauen geschmiert haben. Also ziehen wir einen Schwarzmarkt auf. Verkaufen weiter, was wir kriegen und holen uns Schutzgeld von den Händlern. Ganz genau. Und dann kassieren wir. Ich sag dir, der Wind scheint endlich mal gut für uns zu stehen. Verfluchte Hutmacherbande. Thank you.
ich denn jetzt machen? Im Dunwall Tower ist irgendwas los. In der ganzen verfluchten Stadt. Wo sind sie? Hey, hier drüben. Lady Emily, Sie werden nicht weit kommen. Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund, Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Corvo ist weg. Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Dann hat sie etwas Seltsames gemacht. Ich konnte nur noch fliehen. Manchmal spielt das Leben so. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald sie bereit sind. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Corvos Tochter. Das sehe ich. Fahren wir?